Ladies and Gentlemen, direkt aus dem Herzen New Mexicos, für Sie der Zockt Newscast. Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Zockt Newscast Ausgabe 24. Ich bin euer Moderator Kevin und ich habe das allerbeste Podcast-Team aller Zeiten dabei. Und das ist der Cookie. Hallo. Und das ist der Chrissis. Moin, moin. Der Chrissis. Chrissis. Die letzte Ausgabe war sehr voller Liebe. War schön. Hat Spaß gemacht. Es ging sehr viel um Pokémon Go. Heute wird es nicht ein einziges Mal um Pokémon Go gehen. Und schon haben 90% aller Zuhörer abgeschaltet. Wir sind bei Zockt News. Pokémon fangen, verpisst euch doch, ihr seid blöd. Ich will auch bei YouTube bei. Ich will, dass die Pokémon fangen, während sie miteinander reden. Das wär's, der Pokémon Go-Cast. Einfach nur reden, während man durch die Gegend läuft und Pokémon fängt. Klingt witziger, als ich gerade eben noch dachte. Irgendwie normaler Abend bei mir. Ich rede mit dir alleine. Sind tolle Gespräche. Ihr hört den Zockt Newscast, das bedeutet, wir haben gleich die Eröffnungsfrage, die heute von Chris kommt. Wir haben den Community Corner, eine ganze Menge News, ein Hauptthema, was interessant werden kann oder auch völlig ausartet. Und zwar ist es die Seriosität und Glaubhaftigkeit von YouTubern im Kontrast zu richtigen journalistischen Medien. Klingt, als müsste man eine Masterarbeit für geschrieben haben, aber wir erklären euch das gleich mal genau. Und am Ende gibt es die Wette, wir haben keine Releases in dieser Woche. Sommerloch lässt grüßen. Die Eröffnungsfrage kommt vom guten Christian und der wird sie jetzt stellen. Die Frage. Ja, du hast gerade gelogen, wir reden doch über Pokémon Go. Verdammt. Nein, ich habe mir gedacht, machen wir es ein bisschen aktuell, alle reden über Pokémon und da ist für mich die Kernfrage aller Kernfragen. Ich habe letztens nochmal über den ersten Film nachgedacht und die Frage, Mew oder Mewtwo? Ich habe sofort instinktiv eine Antwort im Kopf, bei der ich mir im selben Moment instinktiv gedacht habe, nee, warum eigentlich nicht der andere? Ich glaube, meine erste instinktive Antwort war Mew, weil es das Original ist, weil er süß ist, weil er, glaube ich, die meiste Kraft auch besitzt. Aber Mewtwo ist halt ein Badass, ne? Und außerdem spiele ich ihn bei Smash Bros. Ganz gerne. Nee, ich bleib bei Mew. Ich bleib bei Mew, weil es das Original ist, weil er süß ist und weil er irgendwie nicht genau weiß, wie kraftvoll er ist. Ja. Ich nehme Mewtwo wegen den besseren Stats in den Pokémon-Spielen. Er sieht auch badassiger aus, muss man schon sagen. Nee. Ich habe übrigens keine Ahnung, ob der tatsächlich bessere Stats hat. Ich wollte nur irgendeine Begründung nennen. Ich weiß es nicht. Ich würde Mewtwo nehmen einfach. Mew ist mir zu süß. Davon gibt es viel zu viele in Pokémon. Deswegen nehme ich den Badass. Soll ich euch den einzig wahren sagen? Celebi. Nee. Den fand ich nämlich geiler als Mew und Mewtwo. Nee. Ja, aber den gab's nicht. Das war super ätzend. Ja, gut, den gab's. Ich hatte den schon, aber den gab's halt nur mit so einem Download-Modul auf irgendeinem Nintendo-Event oder so. Genau. Wo man halt auf dem Land damals in den 90ern nichts von gehört hat. Ja, das stimmt. Das stimmt schon. Naja, ich würde Mew nehmen, weil ich 300 Stunden versucht habe, den mit allen möglichen Tricks und Tipps aus dem nicht vorhandenen Internet zu fangen und es hat nicht geklappt und ich habe es vor 4 Jahren endlich geschafft, ein Mew zu fangen in der blauen Edition. Ich wollte gerade sagen, es geht aber. Toll. Ja, es geht. Und, ja. Und wie funktioniert das? Erkläre ich dir nachher. Ist eigentlich relativ einfach. Okay. So. Das war eine schöne Frage. Das ist ein schöner Einstieg. Ich fühle mich wohl umarmt von euch. Wir wissen genau, wo wir stehen. Nämlich alle bei ihrer eigenen Meinung. Ich wollte gerade sagen, alle bei Mew, aber das stimmt gar nicht. Der Cookie hat Mewtwo gesagt. Na gut. Wir kommen zum Community Corner. Community Corner. Wir haben eine ganze Menge Fragen bekommen von Diu, die sich um unser, nicht nur um unser leibliches Wohl, sondern auch um unser seelisches Wohl kümmert und sorgt, glaube ich, ein bisschen bei den ganzen Fragen unserem letzten Cast. Wir werden nicht beantworten, was wir gerne auf unserem Grabstein stehen hätten. Wobei ich das bei Cookie ganz interessant fände. Aber warum? Ich weiß auch nicht, mir schwebt sowas vor wie Cookie, er war der Durchgepeitschte oder irgend sowas. Weiß ich auch nicht. Oder hier bitte keine Taube hinscheißen. Oder so. Solche Affen, ne? stattdessen ich fühl mich möchte nicht wohlig umarmt von euch. Das ist gut, dann umarmen Chris und ich uns wohlig. Wohlig und warm. Stattdessen beantworten wir Diodios Frage: Was ist eure Klo-Lektüre? Chris. Im Zweifel das Handy, ne? Also früher
in der guten alten WG-Zeit hatte ich immer noch ein lustiges Taschenbuch da. Oder kennt ihr Hagger? Das sind auch so kleine, so dreibildige Comics. Der war auch immer ganz lustig. Und mittlerweile ist dann halt doch irgendwie das Handy und dann irgendwelche News-Seiten. Cookie, musst du abgestuckt. Cookie, hast du noch eine richtige Klo-Lektüre? Nee, hatte ich noch nie. Ich hatte immer eigentlich meinen Gameboy mit auf dem Klo, als ich klein war. Und ja, seit wir erwachsen sind und Smartphones haben, lese ich eigentlich immer Twitter oder Facebook und dann im Zweifel irgendwelche Gaming-News. Oder ich browse auf 9gag irgendwelche lustigen Bilder und schick die dann bei WhatsApp an Leute, die es nicht lustig finden, in den meisten Fällen. Ja, ich jetzt schließe ich mich an. Inzwischen ist es das Handy. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang Gaming-Magazine auf dem Klo immer liegen gehabt. So eine GamePro oder so. Das tut sich immer gut, um mal so einen ganz kurzen Artikel zu lesen. Aber ja, bei mir ist es tatsächlich dann auch... Aber wenn ich auf dem Klo bin, könnte ich auch längere Artikel lesen. Ich würde mal interessieren, es gibt bestimmt immer eine Statistik, wie viele SMS... Ja. auf dem Klo geschrieben werden. Ich gehe auch darüber, ich gehe dazu über, manchmal auch bei WhatsApp zu schreiben, die letzten paar Nachrichten sind auf dem Klo entstanden. Dann weiß jeder Bescheid. Na gut, kommen wir zu den harten Fakten. Nee, das darf ich nicht sagen, das ist copyright-technisch geschützt, ne? Le News darf ich nicht sagen. Dann sage ich die Nachrichten, sehr verehrte Damen und Herren. Die News. Wir haben eine ganze Menge News und ich habe das Gefühl, beziehungsweise eine ganze Menge, wo wir drüber sprechen können. Und ich habe das Gefühl, ich muss nachher das ein oder andere Mal abwürgen. Aber wir starten mit das Weekly Nintendo NX Gerücht. Chris wollte, dass ich das mache. und zwar haben wir ein sehr, sehr interessantes Weekly Nintendo NX Gerücht. Die haben ihre Finanzergebnisse ein weiteres Mal präsentieren müssen. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass das irgendwie Quatsch ist. Zumindest, dass die an die Außenwelt geraten. Und die NX soll laut Nintendo auf jeden Fall, mit Nachdruck ist das gesagt worden, noch im März 2017 erscheinen, so wie ursprünglich angekündigt. Aber in diesem Finanzbericht, in diesen Finanzergebnissen ist ein weiteres Projekt aufgetaucht mit dem Namen Quality of Life. Und jetzt wird ein bisschen gerätselt, was ist denn Quality of Life? Was könnte das denn sein? Und der verstorbene Ex-Chef Satoru Iwata wollte die Lebensqualität der Spieler nach eigenen Aussagen auf angenehme Art und Weise steigern. Was das jetzt bedeutet, hat er... Pokémon Go ist doch schon raus. Pokémon Go ist schon raus. Das hat die Lebensqualität gesteigert. Leute, die beim Pokémon Go spielen, gegen Polizeiautos laufen. Wer weiß, ob das so gut tut. Die Gerüchteküche sagt, dass die NX eventuell Müdigkeit und Sättigung visualisieren soll. Was ist denn das jetzt schon wieder für ein Spökes? Das klingt wieder wie ein Gerücht von irgendwem, damit Nintendo wieder im Gespräch bleibt. Wie glaubt ihr, könnte Nintendo mit Quality of Life die Lebensqualität der Menschen erhöhen? Oder dafür sorgen, dass sie überhaupt da ist, die Lebensqualität? Also es klingt auf jeden Fall so abgefuckt, dass ich das sogar eher glaube als irgendwelche anderen normalen Gerüchte. Das traue ich Nintendo auf jeden Fall zu. Ich habe keine Ahnung, aber ich erinnere mich, dass ich auf der Zockt-Homepage, als wir noch eine hatten vor Jahren, einen Artikel darüber geschrieben habe, dass die irgend so ein Quality of Life, hieß es da zumindest noch nicht, irgendwas basteln wollen. Das war sogar von Iwata noch eine Aussage, dass die irgendwas basteln wollen, dass... irgendwas für die Gesundheit der Spieler tut, keine Ahnung. Ja, sie wollten. Ich weiß nicht. Also ich habe auf jeden Fall schon ein paar Mal davon gehört, dass sie sowas in die Richtung machen wollten. Aber was das sein kann, ich habe keine Ahnung. Müdigkeit und Sättigung visualisieren fände ich auf jeden Fall mega blöd. Aber das kennen wir ja, oder? Also gerade beim 3DS, glaube ich, passiert das doch häufiger. Oder auch bei der Wii U, dass dann da irgendwie steht, oh, du spielst jetzt schon eine Stunde, willst du nicht mal Pause machen? Nein, ich möchte keine Pause machen. Ich bin ein mündiger, erwachsener Mensch. Ich entscheide selber, wann ich Pause mache. Vielen Dank, Nintendo. Ja, richtig. Aber man muss auch dazu sagen, in Asien, ne, da sterben ja regelmäßig Leute, weil die nicht essen. Deswegen. Ja, gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass es halt wieder so ein Balanceboard-ähnliches Ding ist. Also ich glaube, für uns Spieler, also für uns Hardcore-Spieler ist das vielleicht nicht so relevant. Aber ja, wenn die jetzt schon wieder mit so einem Spökes anfangen, ne? Das finde ich doch schon wieder doof. Die fangen ja nicht mit so einem Spökes an, sondern nur es ist wieder irgendein Gerücht. Könnt ihr euch erinnern, Nintendo wollte mal diesen Herzschlagsensor, diesen Pulssensor, den du dir an den Zeigefinger machst, entwickeln? Könnt ihr euch erinnern? Ich weiß nicht mehr, wie dieses Ding hieß. Nee, hab ich noch nie von gehört. Ja, doch. Ja, also immer schon Fetisch für. Das war eins, was quasi deinen Puls beim Spielen messen sollte.
und dir dann quasi gesagt hat, wenn du zu aufgeregt warst, dass du vielleicht besser mal eine Pause machst. Aber es wurde nie entwickelt. Es wurde nie entwickelt. Gott sei Dank. So ein Ding beim Until Dawn oder beim PT-Spielen an den Finger. Nach 2 Minuten so, bitte aufhören, sonst tot. Sonst Herzstillstand durch Horrorspiel. So viele Horrorspiele hat Nintendo gar nicht, fällt mir gerade ein. Fatal Frame, das ist ganz gut. Hat das jemand mal von euch gespielt, Fatal Frame? Nee, sagt mir auch nichts. Okay, das war, wo du mit diesen japanischen Mädchen spielst und du musst die Geister mit der Kamera einfangen. Das gibt's auch auf dem 3DS. Zuletzt kam ein sehr gutes auf dem 3DS davon. Hey, ich dachte, das ist Luigi's Mansion. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Okay, damit gehen wir zur nächsten News. Legendary Pictures hat sich die Rechte am Pokémon-Film gesichert. Und bevor jetzt alle vollkommen ausrasten und sich... Am Realfilm, muss man sagen. Am Pokémon-Realfilm. Ja, genau. Wir reden nicht von irgendeinem weiteren Pokémon-Anime-Film. Ganz wichtig, Chris. Vielen Dank. Bevor alle ausrasten, hört mir erstmal weiter zu. Und zwar wird das wohl eine Umsetzung von Great Detective Pikachu. was zuletzt auf dem 3DS gekommen ist. Zumindest dient laut Legendary Great Detective Pikachu als Grundlage für den Realfilm, den sie umsetzen wollen. Zuletzt hat Legendary Pictures Warcraft ins Kino gebracht von Duncan Jones und damit am Boxoffice eher mäßigen Erfolg gehabt. Weißt du, da freut man sich in der einen Sekunde coolen Pokémon-Film und in der anderen Sekunde heißt es Great Detective Pikachu. Ja. Nein, es gibt keinen Pokémon-Film, den die mit realen Schauspielern umsetzen wollen oder mit CGI, der auf den ich mich freuen würde. Geht nicht. Da denke ich immer so an diese 90er-Jahre-Verfilmung von Super Mario. Ja, Super Mario oder diese ganzen Kampfspiele, die da echt schlecht umgesetzt wurden. Ich weiß es nicht. Was, ich meine, das Ding finanziert sich wahrscheinlich mit dem, was es in Asien einspielt, schon ums Dreifache. Aber ich bin erstmal, also meine erste Reaktion, jetzt, wir schicken uns ja die News immer vorher, war so, nein, Alter, nicht euer Ernst. Deswegen. Also, wenn sie es so richtig trashig machen, fände ich schon fast wieder lustig. Aber ins Kino würde ich dafür vielleicht nicht gehen. Ja, außer gut. Da gibt es ein seltenes Pokémon. Aber, oh Gott. Aber ich meine, also, ich sag mal, Great Detective Pikachu als Film oder als Vorlage, als Basis, ist gar nicht so schlecht. Also gar nicht so unlogisch, sagen wir mal. Weil Great Detective, ich sag's nicht mehr, ne? Weil das Spiel beruht ja auf einer tatsächlichen Umgebung und nur Pikachu ist quasi das einzige übernatürliche Element in dem Spiel. Ich hab grad kurz gedacht, auf einer wahren Begebenheit. Aber dann so, was? Nein, aber es ist ja keine so eine Fantasiewelt wie die eigentlichen Pokémon-Spiele, sondern es ist also ja... Also so ein bisschen so wie Ted, meinst du? Ja, genau. Genau, wie Ted kann ich mir das vorstellen. Nur halt Pikachu als CGI-animierte Figur da irgendwie drin. Nur, dass Ted redet und Pikachu und wie wir wissen, die Pokémon... Obwohl, in Great Detective Pikachu redet der ja auch, ne? Mit dieser komischen Synchro. Der ist doch sogar so... Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Der ist sogar synchronisiert worden. Okay, jetzt gefällt es mir noch weniger, weil das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Pikachu so redet im Film. Das finde ich ja ganz schlimm. Gibt's das eigentlich auf dem europäischen Markt, dieses Spiel? Ich glaube noch nicht. Nee, ich glaube noch nicht. Aber ich weiß noch, wie wir hier im Newscast in irgendeiner vergangenen Ausgabe darüber geredet haben. Mit lautem Gelächter. Und ja, das ist aber schon länger her, oder? Das ist schon länger her, ja. Aber wir haben. Wir machen das auch schon ganz schön lange. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ein halbes Jahr jetzt. Nee, länger. Ein bisschen, ich glaube. Stimmt, wir haben auch kurz Pause gehabt. Ein bisschen länger, ja. Ja, wir haben Ende letzten Jahres schon. Wahnsinn. Ja, das stimmt. Mhm. Die Zeit. Brauchen wir nicht mehr drüber zu sagen, ne? Nee, mal gucken, was Legendary. Lassen wir bitte. Obwohl doch, es ist sehr traurig, dass Warcraft nur mäßigen Erfolg hatte. Ja, okay. Vor allem mäßigen Erfolg muss man auch mal in Relation setzen, wie viel Geld die an der Kasse umgesetzt haben. Ne? So ja, in Relation. Die sind irgendwie, ich habe letzte Woche noch einen Artikel drüber gelesen, ich glaube, die sind 20 Millionen im Minus. Ja, das kommt mit der DVD wieder rein. Ja, aber... Ja, natürlich spekulieren die, aber 20 Millionen... Ein Sequel steht trotzdem auf der Kippe dadurch, ne? Ja, 20 Echt? Millionen ist schon heftig bei etwas, wo sie sicherlich anders geplant haben mit den Zahlen. Also entweder kommt kein Sequel oder das wird halt viel weniger Budget kriegen, was für so einen Film natürlich auch ein Todesurteil ist direkt, ne? Ja, wenn kein Sequel kommt, kann Duncan Jones wenigstens wieder richtige Filme machen. Ach, Kevin. Nein, das war jetzt nicht, also das klang jetzt böser, als es klingen sollte, aber dann kann er wieder Filme wie Moon oder Source Code machen, was ich mehr begrüßen würde als Warcraft 2. So, gehen wir weiter. Wir machen hier heute im Sauseschritt, wie im Kindergarten, rushen wir durch die News. Die nächste News hat der Chris beigesteuert und deswegen ist es auch wieder eine sehr interessante, sehr branchenbasierte News.
Vielen Dank dafür, Chris. Gerne, gerne. Du bist unser Branchenanalyst. Betonung auf Anal. Oh Gott. Moment, dafür muss ich kurz einen Schluck trinken, sonst. So. Wenn du jetzt ausspucken würdest, wäre das mega lustig. Der Printmarktführer der Videospielzeitschriften in Deutschland, Computerbildspiele, verliert 50% der IVW-Auflage. Was das ist, erkläre ich gleich. Das ist die Headline. Die Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern, die IVW, veröffentlicht im Bericht eklatanten Abstieg von Abonnenten von Computerbildspiele. Computerbildspiele verliert gegenüber dem Vorjahr über 47% ihrer Auflage. Das ist richtig verdammt viel. Und hat ein Minus gegenüber dem Quartal 1 dieses Jahres von 55% Auflagen. Die haben gegenüber, also das muss man ja mal kurz feststellen, gegenüber dem ersten Quartal 2016 haben sie 55% Abonnenten verloren. Im zweiten Quartal. Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Abo und Einzelhandel kombiniert von Computerbildspiele sind 37.000 Hefte. Nur mal als Vergleich, im Jahr 2002 stand den 37.000 von heute 736.000 gegenüber. Und als kleinen Vergleich haben wir noch die GameStar, die verliert auch 29% ihrer Abos, aber sie hat mit 48.000 mehr als Computerbildspiele, und Computerbildspiele war irgendwie jetzt die letzten 16, 17, 18 Jahre Marktführer, was Videospielzeitschriften in Deutschland angeht, und hat jetzt das erste Mal durch diesen extrem rapiden Abstieg seine Position als Marktführer der Videospielzeitschriften verloren. Das ist heftig, oder? Also wir wussten alle, oder mir war klar, dass ein klarer Trend nach unten ist bei den Videospielzeitschriften. Wir haben eben darüber geredet, keiner liest auf dem Klo mehr Videospielzeitschriften. Aber das ist schon heftig, gegenüber dem ersten Quartal. Wie Kevin Statistik macht. Ich lese keine Games-Zeitschriften mehr auf der Toilette. Schluss daraus, niemand liest mehr Games-Zeitschriften auf der Toilette. Nein, aber das ist jetzt mal im Ernst. Die Zahlen beweisen es. Jetzt mal im Ernst, also ich meine, uns allen war klar, dass das ein heftiger Übergang zu digital passiert. Aber ich frage mich, wie jemand gegenüber dem ersten Quartal 55% aller Abonnenten... Ja, da muss man aber sagen, die haben im ersten Quartal, wenn ich mich nicht ganz vertue, die Dedelic-Sache gehabt mit 10 Euro für... Und das Spiel hat eigentlich 30 Euro gekostet und im Heft war es quasi für 10 Euro zu haben. Das stimmt, ja. Aber es ist trotzdem krass, weil... Also, nichts zeigt deutlicher die Digitalisierung als diese Zahlen. Und es tut mir so leid für diese Mitarbeiter, die da arbeiten, weil das ist ja, machen wir uns nichts vor, das Ding ist ja noch da, aber wir wissen alle, dass das nicht mehr so weitergehen kann eigentlich. Ja, die werden sich auf jeden Fall jetzt alle irgendwie umgucken. Also ich meine, die Computerbildspiele hat vielleicht noch, weil die halt in einem großen Verband sitzt, und die GameStar auch, die haben vielleicht noch ein paar Chancen, aber es gibt ja auch noch ganz viele andere. Wobei die GameStar ja auch seit Jahren schon sich umguckt, wie die noch irgendwie Geld reinfahren. Und bei den Computerbildspielen habe ich jetzt gar kein Bild vor Augen, was die sonst so machen. Das die stimmt. haben keine... Also alleine dadurch, dass ich nicht mal weiß, ob die einen YouTube-Channel haben, auf dem die Videos hochladen, weiß ich nicht mal, ob die daran arbeiten, das finanztechnisch irgendwie wieder aufzufangen, diese riesigen Verluste. Ich meine, da bewegen wir uns dahin. Heute will ja keiner mehr Hefte kaufen, die monatlich erscheinen mit News, die man schon 4 Wochen, bevor man das Heft kauft, online gelesen hat umsonst. Ja. Ist halt eine schwierige Sache. Und das ist ja schon seit Jahren so. Und das liest du jedes Jahr mindestens einmal, wenn dann solche Zahlen erscheinen, dass das immer weniger wird. Und bei der GameStar habe ich halt das Gefühl, dass die, selbst wenn die gar keine Hefte mehr verkaufen, sich noch irgendwie finanzieren könnten, weil die eine riesige Internetpräsenz haben und sowas. Könnte man ein kleines Spiel spielen. Wann habt ihr das letzte Mal eine Videospielzeitschrift gelesen oder in der Hand gehabt und euch aktiv angeguckt? Und welche war das? Wisst ihr das? Ja, es war eine GamePro, eine GameStar. Die lag bei uns im Büro halt immer. Da habe ich die genommen. aber gekauft... Keine Ahnung, gekauft ist schon über 5 Jahre her auf jeden Fall. Also ich habe letztens noch den Gamesmarkt 3 Monate abonniert, weil die hatten Geburtstag und dann gab es eine Probe-Abo-Aktion für 15 Euro oder so für 3 Monate. Aber davor weiß ich es wirklich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Das sind bestimmt 20 Jahre gefühlt. Ja.
Ich hatte mega lange, ich glaube von 1998 hat mir mein Vater ein Computerbild-Spiele-Abo geholt. Und das hatte ich auch jahrelang, bis 2005, glaube ich, 2005, 2006 rum. Das Ding bei mir war halt immer, ich hatte halt nie so einen PC. Das heißt, für mich war der Hauptgrund, warum man sich dieses Ding kauft, oder einer der Hauptgründe, diese CD mit den Spielen drauf, der war für mich nie so gegeben. Ne? Und dann war die dann so 8 Euro für ein, oder 5 Euro für so eine Zeitschrift ausgeben, war dann irgendwie immer sehr teuer. Also ich habe tatsächlich das letzte Mal und auch jetzt aktiv im Rucksack trage ich mit mir rum die aktuelle M-Games. Und das ist ja die ehemalige Maniac. Das ist die M-Games. Ich kenne aber auch einige von den Leuten, die da schreiben. Ist die einzige Zeitung, die ich noch lese. Und die habe ich mir aber auch nicht gekauft, weil, wie Cookie schon sagt, die liegt im Büro rum. Ich überlege gerade, ich hatte mal, und das habe ich tatsächlich geschenkt bekommen von meinen Eltern mal damals vor Jahren, 2 oder 3 Jahre durchgehend ein Abo von der GamePro und habe mich jedes Mal aufs neue Heft gefreut. Aber das ist wirklich, ich glaube, das war so 2004, 2005, 2006 oder so. Ja, siehst du. Das ist echt genau, schon so ewig Zeit. Her. Also, und man muss ja sagen, wenn man heute sowas liest, dann geht es ja höchstens noch um die Artikel, die zeitlos sind. Ich meine, da gibt es ja immer so ein paar Redakteure, die packen sich irgendein Thema und schreiben darüber, das ist ja immer noch ganz nett. Ja. Das ist auch, wie gesagt, zeitlos. Das ist egal, ob du sowas direkt liest, weil es nicht aktuell sein muss oder sonst irgendwas. Und diese ganzen News da drin, die blätterst du ja einfach durch, ne? Ja. Was ich dem Chris noch sage, also die blättert man durch und liest sie nicht, das wollte ich sagen. Und Chris, was ich dich fragen wollte oder dir sagen wollte, ist aber das, was hattest du da für eine Zeitung? Gamesmarkt, ne? Ja, genau. Ja, da geht es ja auch viel um brancheninternes. Ja, genau, das ist eine Branchenzeitung. Das ist halt ein bisschen was anderes, finde ich. Ja. Also, was ich noch empfehlen kann, ist die WASD. Das ist auch so eine richtig zeitlose, das ist schon fast ein Buch, das kommt auch nur, glaube ich, 2-mal im Jahr raus. Und da schreiben dann sehr viele Brancheninsider, sag ich mal, echt coole Artikel zu einem Leitthema. Und die sind halt wirklich zeitlos. Also du kannst dir jetzt noch die WASD von vor 3 Jahren kaufen. Und die sind auch immer richtig schön gemacht. Das sind so echt so wie diese Comicbücher, würde ich sagen. Mhm. Was ich auch empfehlen könnte mal im Internet. Hab ich auch mal gelesen. Ein Streamer, den ich verfolge, hat, ich glaube, die Bachelorarbeit von dem über Twitch steht in einer der WASD. Genau sowas steht da drin. Ja, ist echt cool. Also. Was ich auch empfehlen kann, und dann gehen wir schnell zur nächsten News, ist die Edge. Wer mal eine Edge in die Hand bekommt, der merkt, dass er da was richtig Schönes, Wertiges in der Hand hat. Allerdings kostet die hier, weil die international ist, ist eine englische Zeitung, kostet hier, glaube ich, 15 Euro. Das muss man selber wissen. Also digital kann man die bei iTunes zum Beispiel kaufen für den Originalpreis. Ja, das stimmt. Sehr, sehr schön. Kann man sich mal angucken, muss man aber nicht unbedingt. Das Internet hilft einem auch weiter, wenn man Dinge wissen will. Also Podcasts sind die Zukunft, würde ich sagen. Das stimmt. Podcasts sind die Zukunft. Newscasts, habe ich gehört, ganz weit vorne mit dabei. Wir kommen weiter zu einem kleinen Segment, was wir so noch nie hatten. Ich hatte so ein paar News, die hätte ich gern gebracht, aber einzeln sind die zu viel. Und dann überlege ich mir, was mache ich denn? Und gucke so aufs Thesenpapier und denke, warum fasst es nicht einfach zusammen? Kevin, Mensch, du bist voll der Genie. Das Genie. Du bist natürlich. Voll der Genie. Du bist voll der Genie. Du bist voll der Otto, ey. Ich nenne das Game Announcements / Release Dates. Announcements mit R, aber ja, Announcements. So. Ab nächste Woche sitzt hier nicht mehr der Cookie, sondern der Mike und redet, ohne sich informiert zu haben, einfach mit. Das wird sehr witzig. Das müssten wir mal eine Episode lang machen, das fände ich sehr witzig. Für alle da draußen, der Mike hat einfach keine Ahnung von Videospielen. Hallo Mike, schöne Grüße, du weißt, was ich meine. Test, ob er es hört. Test, ob er es hört, das würde er mir bei Facebook schreiben. Er wird immer bei Facebook. Der Mike hört sich jeden Podcast von uns an. Das ist tatsächlich wahr. Das ist tatsächlich wahr. Er wird mir trotzdem bei Facebook schreiben, Kevin, ich habe das gehört. Game Announcements / Release Dates. Und zwar Batman The Telltale Series, da freue ich mich sehr drauf, kommt am 2. August. Und zwar die erste Episode, wo ich den Namen natürlich nicht aufgeschrieben habe. Der Gameplay-Trailer ist neu da, sieht geil aus, verspricht eine ganze Menge Bruce Wayne. Hoffentlich relativ wenig Quicktime-Gedrücke als Batman. Man sieht Harvey Dent, man sieht, dass man mit den Falcones zu tun bekommt. Das sieht meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut aus. Am 16. September kommt die Season Pass Disc. Das ist quasi eine Retail-Version, die ihr beim Händler erstehen könnt, inklusive der Episode 1 und einem Season Pass für den Rest, für die restlichen Episoden.
Ihr, nee, Cookie, du, von dir weiß ich, du bist sofort dabei, aber Chris, du bist eher so ein Verfechter von, ich warte, bis das Ding komplett draußen ist, oder? Ja, also die letzten Telltale Games, oder die ersten Telltale Games, wie auch immer, haben halt irgendwie gezeigt, dass die dann doch manchmal länger brauchen als geplant. Und dann kann, die werden ja wieder Cliffhanger drin haben, die Assis. Und das kann ich nicht haben, weißt du, ich muss das direkt durchspielen können. Sonst vergesse ich das und dann holst du dir ja wieder 10 neue Spiele. Und dann, ich hole mir ja auch immer diese Free-to-Play-Spiele runter, da kriege ich ja immer Sheldon für. Und dann verschwindet das aus meinem Niemand Blickfeld. Niemand spielt Neverwinter. Niemand, außer dir. Wir spielen Overwatch und du spielst Neverwinter. Das muss ich jetzt mal ganz kurz hier erwähnen. So. Und dann verschwindet das aus meinem Blickfeld und dann, okay, ich habe jetzt dich, du würdest es mir wahrscheinlich 300 Mal sagen. Also vielleicht hole ich mir die Retail-Box. Wenn die cool aussieht. Ja, das glaube ich. Und sonst warte ich 2 Monate und dann kostet das nur noch 5 Euro. Ich lade mir das am 2. August direkt runter. Ich auch. 2. August abends 23 Uhr habe ich die erste Episode durch. So. Wir haben Rise of the Tomb Raider für die PS4. Das kommt jetzt offiziell am 11. Oktober inklusive aller DLCs und einer VR-Mission, die exklusiv für PlayStation ist, für PSVR. Und zwar kann man da in der Virtual Reality die Croft Manor untersuchen und muss da so ein paar Hinweise finden auf Laras Vater und seine ganzen Geschichten. Ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern. Cookie, du bist gerade dran. Hast ja, einen Spaß. Ich habe den ganzen Tag noch nichts anderes gemacht, außer Rise of the Tomb Raider zu spielen. Ich war kurz einkaufen, habe mir was zu essen gemacht, aber sonst habe ich nichts anderes gemacht. Ist toll, oder? Ist ein geiles Spiel. Alter, es ist wirklich super toll. Und ich weiß nicht, wie viele Leute ich jetzt vor den Kopf stoße, aber es gefällt mir einfach persönlich, ich will nicht sagen, dass es das bessere Spiel ist, aber es gefällt mir persönlich jetzt schon besser als Uncharted. Nur weil du eine Frau die ganze Zeit... Boom, Shots fired. Ich kann das verstehen, es ist ein bisschen ein anderes Spiel als Uncharted, das muss man fairerweise dazu auch sagen. Ich finde einfach das Pacing viel besser. Also bei Uncharted 4 ist es echt schon sehr, sehr gut, dieses ganze Pacing, aber bei Rise of the Tomb Raider geht mir diese Schießerei einfach noch weniger auf den Sack. Außerdem hast du einen Bogen und Bögen sind das Geilste, was es gibt. Amen. Okay, sehr gut. Wir haben die Xbox One S. Die kommt am 2. August, genauso wie Batman The Telltale Series 1. Von beiden werde ich spielen. Ihr dürft dreimal raten, was. 2 Terabyte für 399 Euro kommt an diesem Tag in den Handel. 500 Gigabyte und 1 Terabyte kommt später irgendwann im Jahr noch nach. Und ich habe nochmal gelesen, es ist tatsächlich möglich, auf der Xbox One S 4K Blu-Rays zu gucken. Die hat HDR, dieses High Dynamic Range Lightning Gedöns. Und die Spiele werden hochskaliert auf 4K. So, damit ihr auch wisst, wenn ihr Bock auf eine Xbox One habt. Was? Das halte ich für ein Gerücht. Das steht offiziell in der Meldung drin. Wenn ihr Bock auf eine Xbox One habt, dann würde ich sagen, ist die S wahrscheinlich die eurer Wahl zu Weihnachten oder so. Ab dem 2. August könnt ihr die kaufen. Ich finde das. Ich kann mir wirklich bei bestem Willen nicht vorstellen, dass die Hardware, ich meine, die haben ja gesagt, in der Xbox One S ist ja wirklich nur ganz, ganz wenig, minimal, nicht auffallend, bessere Hardware drin als der Xbox One und die hat Probleme mit 1080p. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spiele auf 4K hochskaliert kriegt. Echt nicht. Wir werden es sehen, wenn sie kommt. Ich kann nur sagen, was da stand. Krass. Und das stand da. Ich find's krass, das muss man einfach mal sagen, wie kurzfristig diese Sachen alle angekündigt werden. Gefällt mir total gut. Also ich meine, bei Batman, nein, das ist super. Bei Batman kann ich das ja noch verstehen, das ist ja irgendwie machbar, aber bei der Xbox One S, der Name wird immer komplizierter, das kommt in 2 Wochen raus. Ja. Und das kündigen die jetzt an, das ist so, okay, wollt ihr das nicht bei Amazon irgendwie da reinpushen oder vielleicht erwarten die sich aber auch einfach gar nicht so viel davon. Keine Ahnung, ich muss sagen, mir als Spieler gefällt extrem, oder mir als Konsument, auch wenn ich mir die S nicht kaufen werde, gefällt das extrem gut, dass dieses Jahr irgendwie relativ kurzfristig Dinge angekündigt und auch umgesetzt werden. Bei Batman jetzt hat es mir zum Beispiel sehr, sehr gut gefallen. Wir wussten, das kommt irgendwann im Sommer. So, die EM ging so ein bisschen an uns vorbei und man hat vielleicht andere Dinge getan und ein paar andere Spiele. Und plötzlich, hey, hier, Batman Folge 1 kommt am 2. August. Ich gucke auf den Kalender. Oh, das ist ja schon in 2 Wochen. Gefällt mir super gut sowas, muss ich sagen. Ja, total. Es ist super. Es ist richtig geil. Kommen wir zum Hauptthema. Nee. Was? Nee? Ich bin sehr gespannt jetzt. Unser Hauptthema des heutigen Tages, Ladies and Gentlemen, ist, ich lese es nochmal vor, die Seriosität und die Glaubhaftigkeit von YouTubern im Kontrast zu richtigem journalistischen Medien, richtigem Videospieljournalismus.
Ich lese mal das Beispiel vor. Vor kurzem, das haben bestimmt einige mitbekommen, kam raus, dass Warner Brothers oder Warner, die Games-Schiene bei Warner Brothers, YouTuber dafür bezahlt hat, positive Reviews und Bewertungen in ihre Videos mit einfließen zu lassen. Und das Fiese dabei ist, Warner hat gesagt, der Hinweis auf den Sponsored Content, der nun mal gemacht werden muss, der auch mit der, da sind wir schon bei der Glaubhaftigkeit, der YouTuber zu tun hat, der muss unter diesem Mehr-Anzeigen-Reiter bei YouTube versteckt werden. Das kennt genau, ihr wisst alle nicht, wo der ist. Ja, genau, weil ihr den nicht benutzt. Genau, weil dann, exakt genau, weil versteckt, glaube ich, genau das richtige Wort ist. Scrollt mal beim, wenn ihr den Newscast auf YouTube hört, dann könnt ihr ein bisschen runterscrollen und da ist die Beschreibung direkt unter dem Video. Und da gibt es diesen kleinen Knopf mehr Anzeigen. Da seht ihr dann auch, wie viel Mühe ich mir mache, dass ich bei allem immer den Timecode hinschreibe. Das sieht auch kein Mensch. Da war versteckt, dass das Sponsored Content ist, aber auch nicht bei allen YouTubern, sondern ich glaube nur bei PewDiePie, der hat es gemacht. Das galt fürs Spiel Middle-Earth Shadow of Mordor. Was eigentlich ja gut bewertet wurde. Ich glaube, Warner hat vielleicht ein bisschen Schiss gehabt, dass das so ein bisschen weggeschoben wird. Ja, das wollte ich gerade auch sagen. Irgendwie lustig, dass sie genau bei dem Spiel, ja, wo die Qualität ja außer Frage stand eigentlich, sowas machen. Vielleicht hätten sie aber auch gewusst, wenn sie das bei Arkham Knight machen, zur PC-Version, der glaubt denen erst recht keiner. Also, ja, ich weiß nicht. Ja. Lass uns da mal kurz einsteigen. Ich habe geschrieben, Seriosität und Glaubhaftigkeit von YouTubern. Dieses Grundthema ist sowieso eins. Ich denke, man hat vielleicht ein paar, wenn man YouTuber guckt und wenn man, wenn einem das gefällt, dann hat man vielleicht ein paar, denen man gerne zuguckt und denen glaubt man dann auch, weil die kommen menschlich rüber, die machen vielleicht irgendwelche witzigen Vlogs, wie die auf einem schönen Longboard irgendwo langfahren und ein Eis essen. Und dann glaubt man denen. Und dann denkt man, was die sagen, trifft so ungefähr meinen Geschmack und deswegen hole ich mir Spiel XY auch. Nichts anderes als das hat Warner doch hier ausgenutzt, oder? Ja. Also ich möchte kurz ergänzend dazu noch sagen, dass PewDiePie, weil der als Clickbait-Name am besten funktioniert, immer angeführt wurde, wenn es irgendwelche Artikel dazu gab. Und der auch ein Video dazu gemacht hat, in dem er gesagt hat, dass dieser Button halt da ist, ne? Hast du ja auch gesagt, dieser Sponsored Content Button war halt in der Videobeschreibung drin. Da ging es, glaube ich, noch gar nicht darum, dass der absichtlich versteckt wurde, soweit ich weiß. Und er hat den einzigen Bewertenden, ich habe mir dann das Middle-Earth-Video von dem hier, Shadow of Mordor, habe ich mir dann mal angeguckt, und das einzige Bewertende, was er zu dem ganzen Spiel sagt, ist, dass er am Ende in 2 Sekunden sagt, dass er Spaß dabei hatte, das zu zocken, weil er ja kein Reviewer ist, sondern Let's Player. So. Mehr hat er nicht genannt. Ja. Und dass er sich darüber aufgeregt hat, dass alle Medien ihn als Schlimmsten dargestellt haben, nur weil die durch seinen Fame mehr Klicks generieren. Ja gut, das ist ja sowieso Quatsch. Das war ja, aber das wollte ich nur kurz einschmeißen. Ja, okay. Ich fand das Video von ihm auch sehr gut, muss ich sagen. Also er hat sehr gut rübergebracht. Das war auch das erste Video, was ich jemals von ihm gesehen habe. Ja, Dito. Er hat sehr gut rübergebracht, aber ich finde es halt auch lustig, dass er das anführt als Argument, weil genau mit Clickbait hat er ja sein Geld verdient. Ja. Wenn er die Spiele nicht hätte, würden die Leute ihn ja auch nicht gucken. Aber anderes Thema. Machen wir weiter. Ja, ich wollte mal hören, wie denkt ihr darüber? Was ist mit der Seriosität und der Glaubhaftigkeit von YouTubern? Glaubt ihr, es gibt vielleicht eine schwarze Zahl, wo das öfter passiert, was einfach nur nicht an die Öffentlichkeit gerät? Weil, ganz ehrlich, das Marketing der Videospielfirmen ist heutzutage definitiv dazu übergegangen, auch sogenannte Influencer bzw. die YouTuber zu aktivieren für irgendetwas. Also, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das wird gemacht, das wird öfter gemacht. Und ich meine, diese YouTuber machen Videos von Events, die sieht man dann ja auch. Und vielleicht kriegen die da nicht bares Geld für, aber sie werden da hingeflogen, ihnen wird der Bauch gepinselt. Also irgendwie beeinflusst das natürlich immer. Nee, es ist ja richtig. Es ist ja vollkommen wahr. Es gibt was zu essen und so. Ich meine, ich war auch schon auf mehreren dieser Veranstaltungen, auch für Zockt. Oh, Cookie, ist das jetzt so witzig, den Bauch gepinselt? Ich fand's mega witzig, hab ich noch nie gehört. Ich war auch für Zockt schon bei mehreren von solchen Sachen und du hast vollkommen recht, Chris, du wirst da eingeladen, es gibt was zu essen, in schöner Atmosphäre, natürlich, klar, natürlich. Aber es ist ein Schritt zu sagen, versteck den Hinweis auf Sponsored Content bitte. Und es ist was anderes zu sagen, hier, wir bereiten dir ein möglichst schönes Erlebnis, damit du hoffentlich von unserem Spiel gut redest. Genau, ja, klar, klar, die Grenze ist halt schließend, das ist halt das Problem. Was ich aber glaube, was dieser Fall jetzt gemacht hat, ist, dass
dadurch einerseits den Publishern bewusst wird, ey, scheiße, wenn wir sowas machen und das kommt raus, dann haut uns das voll um die Ohren. Und ich glaube, es haut uns mehr um die Ohren als diese positiven Videos. Weil ich meine, der PewDiePie hätte ja trotzdem wahrscheinlich ein Video über Mordor gemacht. Also die Wirkung wäre wahrscheinlich ähnlich gewesen. Und genauso glaube ich auch, dass zumindest bei den ganz großen YouTubern, die halt schon zu reich sind, um arm zu sterben, dass die jetzt mittlerweile auch anfangen werden, Authentizität zu zeigen und sowas dann wirklich sichtbar zu machen. Mhm. So jemand wie der PewDiePie, der kann das machen. Dem ist das egal. Er hat auch in dem Video so schön gesagt, ich brauche euch nicht so. Ja, ist halt leider so. Mhm. Und ich glaube, oder ich hoffe, dass das dadurch jetzt alles deutlich gekennzeichneter wird. Und dann ist es ja auch okay. Ich finde es ja voll in Ordnung. Diese Menschen sollen ja Geld verdienen. Und dann sollen sie halt auch klar sollten hier, PlayStation hat mich eingeladen, 5-mal sagen in dem Video, ich fahre jetzt hier, keine Ahnung, mit einem tollen Auto rum, spiele dabei ein Spiel. Ist doch voll in Ordnung. Also, ja. Und dann lernen, glaube ich, auch die Kiddies, sage ich mal, lernen das dann auch zu verstehen. Weil momentan, wenn du dann diese, weiß ich nicht, ne, diese 0815 YouTuber, die dann da irgendwo eingeladen werden, dann merkst du das halt noch nicht so richtig. Und dann glaubst du denen das halt auch stumpf, ohne nachzufragen. Ja, also ich würde sagen, liegt halt immer an dem YouTuber selber. Ich meine, es gibt die Leute, die kriegen dann, was weiß ich, sogar Geld dafür, dass die eingeladen werden und ein Spiel spielen, dazu ein Video machen. Aber es liegt dann an den YouTubern, ob die dann, um nochmal irgendwann für ein anderes Spiel vom gleichen Publisher eingeladen zu werden, sich halt unterbewusst beeinflussen lassen und das dann ein bisschen positiver darstellen, das Spiel, als sie es vielleicht würden, wenn sie kein Geld dafür bekommen hätten. Das kann natürlich immer sein. Also selbst, dass man das muss ja nicht unbedingt immer der böse Wille sein direkt. Oder es gibt auf jeden Fall YouTuber, wo ich sagen würde, okay, selbst wenn er da Geld für bekommt, der lässt sich bestimmt nicht in seine Meinung reinreden. Wenn der das Spiel scheiße findet, dann sagt er das. Es gibt halt so die und die. Wisst ihr, was ich meine? Ja, genau, das ist ja, auf jeden Fall die Glaubwürdigkeit. Glaubhaft. Und ich glaube, bei den journalistischen Medien, um das mal auf das Gesamtthema zu beziehen, ist das halt ein bisschen weniger so. Ich meine, die werden ja auch eingeladen zu solchen Events. Nehmen wir jetzt mal als größten jetzt hier die IDG, GamePro, GameStar beispielsweise. Und die, bei denen würde ich auf jeden Fall sagen, dass die das ein bisschen ernster nehmen und auch wirklich negativ darüber reden als bei YouTubern. Aber genau das ist ja auch ein Unterschied. Die YouTuber machen im Grunde genommen ein bisschen Spaß vor der Kamera. Die wenigsten machen da wirklich ein Geschäft draus, weil, machen wir uns nichts vor und auch alle Zuhörer sollten sich nichts vormachen, es ist ein Geschäft und irgendwann wird es zu einem Job. Sehr gut zu sehen ist zum Beispiel Gronkh, der da angefangen hat und irgendwann seine Firma gegründet hat und irgendwann auch ganz andere Dinge tut, neben ein paar witzigen Videos zu machen. Er hat jetzt einen Manager. Ja, die YouTuber, ein Manager. YouTuber haben im Grunde genommen aber die Freiheit, ihre Freizeit in Videos umzusetzen. Journalistische Angestellte sind journalistische Angestellte oder eben journalistische Freischaffende, indem sie freie Journalisten sind und selbstständig oder was auch immer. Aber die haben einfach einen Job. Und ich glaube, da ist ein großer Unterschied zu diesen YouTubern. Ganz ehrlich, einige sind sicherlich sehr froh, wenn du denen einfach 100 Euro hinwirfst und die erzählen in ihrem Video alles, was du ihnen sagst. Die gibt es bestimmt. Und da ist, glaube ich, ein ganz großer Unterschied. Wenn du zum Beispiel aber, wenn wir von der Glaubhaftigkeit reden, wenn ihr, das ist jetzt ein blödes Beispiel, aber wenn ihr mich plötzlich in einem Video über das nächste große Gran Turismo reden hört, als wäre es der heilige Gral der Videospielgeschichte, spätestens dann würde ich mir Gedanken machen, ob da nicht ein bisschen Geld im Spiel ist oder sonst irgendwas, weil es einfach nicht glaubhaft ist, weil es vollkommener Quatsch ist. Rede ich aber wochenlang über Dark Souls, dann könnt ihr euch sicher sein, dass Bandai Namco mich nicht bezahlt hat, sondern dass ich es einfach nur geil finde. Also, sondern du die bezahlt hast. Ich habe die bezahlt, damit ich das noch mehr erwähnen kann. Nee, aber das ist die Glaubhaftigkeit einfach auch. Und da, glaube ich, würde ich an viele Leute grundsätzlich mal appellieren, dass sie sich und das, was sie konsumieren und das, was sie sehen, der Glaubhaftigkeit und der realistischen Annäherung mal hinterfragen und mal denken, schlucke ich das alles, was mir da so erzählt wird, oder sehe ich vielleicht auch 2,5 Dinge mal kritisch? Das wollte ich mal kurz dazu sagen. Ja, sollte man auf jeden Fall machen. Ja, das Ding ist wobei das schwierig ist, wenn man sich von so einem YouTuber so zu beeinflussen zu lassen, meine ich, weil ich gucke mir eigentlich immer lieber Gameplays an
Unkommentiertes und entscheide dann schon, okay, ist das was für mich oder nicht? Und ich höre da beispielsweise gar nicht auf die Meinung von irgendwelchen Leuten meistens. Chris, du wolltest noch was sagen? Ja, also für mich ist halt einfach der Punkt, dass, was du auch schon gesagt hast, die YouTuber, die machen im Zweifel nicht einen Gaming-Review-Kanal, sondern einen Lifestyle-Kanal. Und dann ist es immer sehr schwer, in diesen Berichten Kritik, auch wenn sie die hätten, wird diese Kritik aber trotzdem nicht geäußert. Weil sie halt ja gar nicht nach einem strikten Format vorgehen, sondern einfach nur erzählen, was sie gerade machen. Mhm. Und dann wirst du natürlich nicht so kritisch sein wie jemand, der sich dann hinsetzt, überlegt, was habe ich gesehen, ich habe hier Stichwörter aufgeschrieben, ich überlege mir einen Aufbau von einem Artikel. Der ist natürlich viel, viel kritischer, weil er sich halt viel mehr Gedanken dazu gemacht hat. Vor allem hat derjenige auch vielleicht einen ganz anderen Hintergrund. Jemand, der seit Jahren sich die ganze Branche und alle News, alle Spiele, alles reintut, was damit zu tun hat, gegenüber jemandem, der, wo du hingehst und sagst, hi, spielst du auch Videospiele? Und er sagt, ja, ich bin voll der Gamer, ich spiele immer FIFA. Das ist für mich erstens mal kein Gamer, sondern Dreck. Und zweitens, nein, kein FIFA-Spieler ist Dreck, aber für mich ist jemand, der zu mir sagt, ja, ich bin voll der Gamer, ich spiele immer FIFA. Das ist für mich kein Gamer, das ist Bullshit. Das ist jemand, der in seiner Freizeit gerne ein Fußballspiel spielt. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja, und auf jeden Fall. Es gibt einen großen Unterschied zwischen jemandem, der sich seit Jahren mit der Materie intensiv beschäftigt und jemanden, der mal Mario Kart gespielt hat und jetzt von Nintendo das neue Mario bekommt und darüber eine positive Sache sagt, aber der zum Beispiel gerade aus Versehen ein YouTuber mit Millionen von Abos ist. Also deswegen hat derjenige nicht die nötige Expertise, um zu sagen, X oder Y ist jetzt das beste Spiel des Jahres, weil er überhaupt keine Vergleichswerte hat. Ja, und ich meine, die Leute, die YouTuber und die Journalisten gehen ja auch ganz anders daran. Das sieht man schon, wenn du einen YouTuber dahinsetzt und ein Spiel anzocken lässt und den Journalisten daneben setzt, dann siehst du, dass der Journalist wahrscheinlich schon einen Block und einen Stift neben sich legen hat. Zwischendurch mal das Spiel pausiert, um sich ein paar Stichpunkte aufzuschreiben, damit er die nicht vergisst, damit er hinterher so viel wie möglich Pro und Contra dazu geben kann. Und der YouTuber setzt sich dann in der gleichen Zeit dahin, zockt dann die ganze Zeit, macht dann kurz die Cam an, unvorbereitet und labert dann 10 Minuten da rein, was er daran toll fand und dass es ihm Spaß gemacht hat oder dass es ihm keinen Spaß gemacht hat. Und der Journalist schreibt dann erstmal einen Text vor, bereitet das, was er da aufgeschrieben hat, nach und nimmt sich viel mehr Zeit dafür. Das ist ja schon eine ganz andere Herangehensweise auch. Ja, absolut, sehe ich genauso wie du. Also ich finde, das perfekte Beispiel war die E3. Da habe ich mir von der GameStar GamePro habe ich mir die, ich sag's mal, Reaction-Videos angeguckt, wo sie halt direkt nach der Pressekonferenz so eine Minute zu einem Spiel erzählt haben, so Facecam und einfach erzählt haben. Und da hast du gemerkt, okay, das sind eigentlich Journalisten, aber in dem Fall waren sie halt total emotional gesteuert, versteht ihr? Mm, mm. Und sie haben dann halt sehr unsachlich erklärt, warum sie gerade das Spiel richtig geil fanden. Und dann kam 2 Wochen später ein Artikel raus, wo jetzt nicht unbedingt eine komplett andere Meinung von denen drin war, aber eine total anders formulierte Meinung. Und das finde ich dann immer sehr spannend zu sehen. So. Total. Wir haben noch über einen kleinen, ich muss ein bisschen drücken, weil wir schon sehr fortgeschritten sind in der Zeit. Es ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema und ein kleiner Aspekt, der da noch mit einfließt, der in den letzten Wochen aufkam, ist Counter-Strike Go. Das hat insofern damit zu tun, dass das, wovon wir jetzt reden, ganz kurz reden, auch bei YouTube passiert ist. Und YouTube als Plattform unfassbar mächtig ist. Und das sieht man natürlich auch an unserer ersten Diskussion, weil wir reden da über jemanden, der bei YouTube so groß geworden ist, dass er davon sein Leben wahrscheinlich auch bestreiten kann. Das heißt, beides findet auf der Basis von YouTube und der Selbstveröffentlichung ohne etwas Größeres, wie zum Beispiel ein Verlag oder sowas, statt. Bei CSGO, ich habe hier ganz vorsichtig Bewerbebetrug hingeschrieben, ist etwas passiert, was uns der Cookie jetzt ganz kurz und knackig erklären wird. Ich wollte euch eigentlich nur die Seite erklären. Die erklär uns bitte gerne die Seite. Ja, im Endeffekt. Aber dann wissen wir auch. Okay. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, ob das, ich kenne viele davon, ich weiß jetzt nicht, ob das exakt die Seite ging, um... Wenn du so anfängst, muss ich ganz kurz vorher erklären. Da waren zwei Typen, die haben ein Video, oder die haben Videos gemacht, ja, richtig? Ihr berichtigt mich, wenn es... Pass auf, die haben eine Seite erstellt, auf denen man mit Waffenskins von CSGO, die sehr viel wert sein können, bis zu 2.000 Euro, 2.500 Euro... Ach, auch 40.000 Euro gibt's auch. Ja, genau, auf jeden Fall...
die Leute unter euch, die CSGO wissen, spielen, kennen das auf jeden Fall. Und du kannst da Skins in einen Pot werfen, du hast ein bestimmtes Zeitlimit auf so einer Webseite, das sind diese, die Leute, die haben diese Seite erstellt. Und je mehr, es gibt dann einen Gesamtpot, sagen wir mal, da sind 1000 Dollar an Skins drin, ja. Du hast 20 Dollar da reingesteckt, das heißt, du hast eine 20 zu 1000er Chance, den Pot zu gewinnen. Das heißt, je größer, je mehr Wert du in diesen Pot reinschmeißt, desto höher ist deine Chance, diesen ganzen Pot dann zu gewinnen. So. Das ist erstmal ein ganz normales Glücksspiel, so wie man das halt kennt aus einem, keine Ahnung, Casino oder Tippen, Wetten, wie auch immer. Und die Betreiber von der Webseite haben, ohne dass sie kenntlich gemacht haben, dass sie die Bewerber dieser Webseite sind, auf YouTube Videos hochgeladen, wie die ganze Zeit da abräumen bei diesem Spiel. Und es ist halt rausgekommen, dass die Videos von den Bewerbern sind und dass das halt alles Käse ist. Und dazu können Christian und Kevin jetzt ja, in dem Moment, sagen. Die Seite gehört denen. Genau. Das sind große YouTuber, die es vorher schon gab. Die haben dann diese Seite eröffnet und haben dann bei YouTube auf einmal Videos gemacht, oh, wir haben jetzt zufällig im Internet eine Seite gesehen und wollen euch die mal zeigen. Genau, und so da ging das los. Und um da ganz kurz einzuhören, und das ist der Betrug. Nämlich, im Grunde genommen ist das ganz klarer Betrug und Falschinformationen, den Usern nicht zu sagen, dass die Page von denen ist und dass sie da so abräumen, ist ja auch von ihnen ganz klar gesteuert. Und in dem Moment ist das ja Betrug. Genau. Die haben die Videos halt nicht gedreht, als da 1000 Spieler am Start waren, sondern die haben sich ein paar Leute geholt, haben das quasi simuliert und haben dann dafür fürs Video zeigen können, guck mal hier, wir haben die ganze Zeit abgeräumt. Ja. Und bevor wir jetzt viel zu sehr darüber reden, möchte ich kurz den Oberbau klar machen nochmal. Auch das ist bei YouTube passiert. Und auch da wurden durch sehr große YouTuber, ihre Zuschauer, ihre Abonnenten, wodurch sie nun mal Geld verdienen, das muss auch nochmal jedem klar sein, ganz gezielt, sage ich jetzt mal, verarscht. Genauso oder fast genauso wie Warner es über Dritte auch gemacht hat, indem sie gesagt haben, sag was Positives, aber sag nicht, dass es von uns kommt und dass du Geld dafür bekommen hast. Diese Plattform YouTube, will ich damit nur sagen, ist mit extremer Vorsicht zu genießen und nicht einfach alles das schlucken, was man da zu sehen bekommt. Das habe ich eben schon gesagt und das ist mir, glaube ich, ganz wichtig, weil ich habe das Gefühl, viel zu viele Menschen tun das. Ja, wobei es bei diesem CSGO-Betrug natürlich, viele Spieler haben dann das gespielt, ne? Ja. Aufgrund dieser Videos, haben dann sogar Wert verloren quasi. Das heißt ja nicht unbedingt, bei CSGO kann man sich die Waffen auch ertraden und immer mehr Gewinn machen dadurch. Das heißt, man muss sie nicht unbedingt für $40 gekauft haben, wenn man einen $40 Skin hat. Entweder hat man Glück, man hat das für 2,50 € aus einer Kiste, die da droppen, zufällig bekommen, so einen teuren Skin, oder man hat sich das über Monate ertradet. Ich habe beispielsweise auch einen Kollegen, der hat sich dann für €50 ein Knife gekauft, einen Waffenskin für ein Messer, und der hatte dann nach einem halben Jahr durch ganz viel Traden und Hochtraden dann Sachen im Wert von $350, und dass die Leute ja dadurch noch Verluste haben sozusagen. Das ist ja jetzt bei Warner und den YouTubern nicht ganz so der Fall. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das Krasse ist halt an diesen Webseiten, das muss man nochmal dazu sagen, also in Amerika zum Beispiel ist Online-Casino halt verboten. Also in Deutschland auch, außer in Schleswig-Holstein, da gibt es so ein paar Kummelgesetze. Aber es ist verboten, weil der Gesetzgeber halt sagt, Leute, wir können das nicht kontrollieren. Wenn der sagt, es kommt fünfmal hintereinander rot, dann kommt fünfmal hintereinander rot. So, ne? Weil der hat einen Bot, den er steuern kann. Und das Problem ist halt, dass dem Gesetzgeber in Amerika ist das noch egal, weil der sich sagt, die spielen da mit ihren Skins von Waffen. Was soll das überhaupt sein? Das ist Farbe bei einem Computerspiel. So, die wissen nicht, oder die haben noch nicht realisiert, dass das Geld kostet, dass Leute dafür Geld ausgeben. Und da halt im Endeffekt irgendwie doch auf absurde Art und Weise um echtes Geld spielen. Und dementsprechend gibt es da doch keine Gesetze gegen, dass das verboten wird, weil es halt noch kein illegales Glücksspiel ist. Und ja, du kannst dich halt einfach mit einem Klick da anmelden. Die Webseite fragt dich nicht nach einem Ausweis oder so. Also wenn ihr früher mal bei dem Pokerboom damals bei PokerStars euch angemeldet habt, dann musst du eine Ausweisnummer, eine Kopie vom Ausweis, musst du alles dahin schicken. Und das musst du hier überhaupt nicht machen. Du musst halt nur, ja, ich bin 18 drücken. Und mach uns nichts vor, der Großteil der Kiddies, die sich diese YouTube-Videos angucken, wo Leute Lotto spielen, muss man sich mal vorstellen, die werden ja nicht 18 sein. Die werden ja jünger sein. Und machen wir uns nichts vor, wenn dich im Internet eine Seite fragt, bist du schon 18? Und da gibt es einen Ja- und Nein-Knopf.
Da haben wir alle schon mal Ja gedrückt. Ja, dann selbstverständlich. Außerdem ist das noch ein Problem, dass das dadurch zu einem Problem von echtem Geldglücksspiel wird, dass man die Skins, obwohl das durch die Steam, durch Steam ist das normalerweise gar nicht möglich, das für echt Geld zu verkaufen, aber es gibt halt Seiten, die haben so Trading-Bots für Steam, für diese Plattform, wo man dann miteinander tauschen kann. Wo du dann quasi per PayPal Geld überwiesen bekommst, wenn du diesem Bot da deine Waffen schickst. Also kann man die quasi doch für echtes Geld verkaufen. Und das ist halt das große Ding, warum das überhaupt so gut funktioniert. Genau, also bei Steam kannst du, glaube ich, nur für bis $400 Sachen vertraden und dann hast du halt auch nur Guthaben bei Steam. Genau, und die davon Leute kannst du halt entweder neue Skins kaufen oder du kannst halt irgendwelche Spiele kaufen. Ja, also generell klingt das erstmal cool, muss man ja sagen. Auf der einen Seite wird also Vertrauen missbraucht, es wird die Seriosität aufs Spiel gesetzt, es wird die Glaubhaftigkeit aufs Spiel gesetzt und auf der anderen Seite verlieren sogar Menschen Geld durch ihren Glauben an Menschen, die ihnen bei YouTube im Grunde genommen alles erzählen könnten. Das ist Absurdes. Entschuldigung. Ich wollte langsam zum Abschluss kommen. Ich wollte nur kurz noch dann sagen, bevor du zum Abschluss kommst, dass das Absurdeste daran ist, dass diese YouTuber, die dieses Betrugsvideo da hochgeladen haben, irgendwann gesagt haben, hey Leute, wir haben doch von Anfang an gesagt, dass wir die Betreiber dieser Webseite sind. Mhm. Und das stimmt halt nicht. Ja, das stimmt ganz und gar nicht. Und der eine Typ hat jetzt aber auch gesagt, Leute, ich lasse die Webseite so lange online, bis gesetzlich festgelegt wurde, dass die illegal ist. Und die Leute gehen noch auf diese Webseite. Ja, du hast auch schon mal gemacht, keine Ahnung. Ja, nein, aber wenn du weißt, dass eine Webseite dich verarscht, dann gehst du auf eine andere, oder? Ja, wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das genau diese Seite ist, aber es gibt halt tausende Webseiten, die genauso sind mit einem ähnlichen Prinzip. Auf jeden Fall hat Valve jetzt schon angefangen, wegen diesen Bots wollen die jetzt alle kriegen, weil Bots sind halt bei Steam verboten und da will Valve jetzt scheinbar proaktiv jetzt handeln und das versuchen gegen zu machen. Ja, die haben ja auch schon einige Seiten geschlossen, glaube ich. Und irgendwie Trading-Restriktionen eingebaut, damit das mit diesen Trading-Bots nicht mehr so funktioniert. Die sind da immer relativ schnell, wenn es darum geht, irgendwas da auszubügeln. Ja, und so. Ich glaube auch, man muss einfach sagen, ein Punkt noch, man muss einfach sagen, Valve verdient damit natürlich Geld, diese 2,50 € und so, aber das wird so wenig im Verhältnis sein, dass Valve, bevor sie Image-Schaden davontragen, werden sie lieber auf diese paar Millionen verzichten, und dann ein bisschen mehr im Steam-Sale machen. Das ist für die einfach praktischer. Und da werden welche 2,50 € meinst du denn? Du kannst ja bei Steam, also bei Counter-Strike, kannst du die ja kaufen, diese Boxen, für $2.50. Ja, nee, die Boxen kosten fast gar nichts. Die Schlüssel, die du für die Boxen brauchst, um die zu öffnen. Sorry, aber das macht ja trotzdem keiner, wenn dann kaufen die direkt Waffen auf dem Markt. Ja gut, aber das ist die Wahrscheinlichkeit, dass da irgendwas drin ist, was mehr wert ist als der Schlüssel, ist so unglaublich gering. Ja, man muss wohl 100 Kisten kaufen, um auf einen Durchschnittswert von 2,50 € zu kommen. Aber das unterstützt ja noch mehr meinen Punkt. Also Valve hat eigentlich gar nichts davon. Also werden die auch versuchen, das im Keim zu ersticken. So ist meine Hoffnung. Das Glücksspiel, mit dem Valve am meisten verdient, ist ja halt, dass die für 2,50 € diesen Schlüssel kaufen, um dann nichts in dieser Kiste zu haben. Ja, und einigen von euch da draußen wird es jetzt so gehen wie mir, der sich denkt, wer zur Hölle kauft sich denn gibt denn so viel Geld für einen Waffenskin für CSGO auf? Seid ihr denn alle wahnsinnig? Was ich unterm Strich sagen wollte zu dem ganzen Thema ist, glaubt definitiv bitte nicht alles, was euch von irgendeinem Hansel im Internet erzählt wird, der meint, er hätte durch 4,5 Millionen Abos mehr Recht oder mehr Rechte als andere Menschen. Glaubt nur, was euch hier im Zock Newscast gesagt wird, denn wir haben immer Recht. Wir haben nicht mal annähernd so viele Abos, aber dafür sind wir noch real, würde ich sagen. Wow, und wir können voller Ernst sagen, kein Publisher zahlt uns Geld. Das ist richtig. Bitte tut es. Nein, mal ganz im Ernst, glaubt einfach nicht alles, was da passiert. Das Internet ist ein böser Ort und die Menschen in sich sind schlecht. Die meisten jedenfalls. Und viele wollen einfach nur Knete haben und ihren Vorteil daraus schlagen. Das ist leider so. Es ist nicht bei allen so und sicherlich haben auch nicht alle böse Absichten oder sonst irgendwas. Aber glaubt einfach nicht alles, was so passiert. Hinterfragt ein bisschen mehr. Guckt ein bisschen mehr auf die andere Seite und niemals gelben Schnee essen. Ich glaube, damit haben wir alles gesagt, was mit Vertrauen und mit Glaubhaftigkeit zu tun hat. Wir gehen rüber zur Wette. Und der beste Tipp, den man einem im Internet geben kann, ist, bevor ihr irgendeine Seite benutzt, wo man sich anmelden muss, googelt kurz,
den Namen der Seite, Leertaste, Erfahrung und dann könnt ihr euch durchlesen, was irgendwelche User in irgendwelchen Foren über diese Seite geschrieben haben. Dann habt ihr meistens ein sehr gutes Bild, ob das da trustful ist oder nicht. Das Dankeschön. Ist ein sehr guter letzter Tipp. Jetzt zum Wettsegment. Die Wette. Die Wette. Die Wette. So. Wir haben den Releases übersprungen und stattdessen sind wir bei der Wette. Und die Wette lösen ganz schnell vom letzten Mal auf. Die Wette vom letzten Mal war, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Oh, ich habe sie mir nicht aufgeschrieben. Wie sind die Live-to-Date-Zahlen von Pokémon Rot? Das heißt, wie oft hat sich Pokémon Rot insgesamt weltweit verkauft? Vielen Dank, Miss Moneypenny. Und zwar haben wir gewettet. Der Chris hat gesagt 60 Millionen. Der Cookie hat gesagt 120 Millionen. Und ich habe gesagt 12 Millionen. Wir haben, beziehungsweise der Chris, hat seines Amtes gewaltet und hat eine Zahl gefunden von Red and Green Combined. Green, das muss man dazu kurz sagen, ist die Version, die außerhalb von Europa überall erschienen ist. In Asien erschienen ist, ne, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Die ist nur in Asien erschienen, ja. Red and Green Combined, insgesamt 31,37 Millionen. So, das heißt aber, weil wir combined haben, haben wir durch 2 gezählt. Ich weiß, das kommt wahrscheinlich nicht komplett auf, aber durch 2 sind wir circa bei 15 Millionen. Und wer hat denn da 12 Millionen gewettet? Das war ja ich. Ich habe die Wette gewonnen. Cool. Ja, lese schnell den Punktestand durch, mach schnell deine Abmoderation, du Lutsch. Nee, erst mal die andere Wette. Hast du mich gerade Lutsch genannt? Ich bin Herr der Wette. Ich bin Herr der Wette des 24. Newscasts. Ich bin definitiv nicht der Lutsch hier heute. So. Folgender Punktestand ergibt sich nach dieser Wette. Der Chris ist Tabellenreiter mit 8. Dann komme ich, der Kevin, mit 7. Und der Cookie ist das Schlusslicht mit 6. Wir haben jetzt 6, 7, 8. Wir sind einfach, entweder sind wir unheimlich gut oder irgendwem ist ein Zufall passiert. Zum Beispiel Chris, als er 4-mal hintereinander die Wette gewonnen hat. Ja. Es ist schön, dass wir hier nicht 0 und dann so voll die Riesenzahlen haben, oder? 6, 7, 8 ist doch nicht schlecht. Ja, es bleibt spannend. Finde das auch gut. Irgendwann nach einem Jahr müssen wir uns mal irgendwas überlegen. Der Gewinner kriegt irgendwas, der Verlierer muss irgendwas tun oder so. Ja, das müssen wir uns wirklich bald überlegen, weil nicht, dass dann irgendjemand 5 Punkte Vorsprung hat und der überlegt sich dann, ja, die anderen müssen dem dann irgendwas ausgeben. An wen hast du gedacht? An dich. Oder an Chris. Aber nicht an mich. Ja, viele andere gibt es hier auch nicht im Newscast. Wir haben eine neue Wette, meine Damen und Herren. Zum nächsten Mal wetten wir Folgendes. Und zwar kam das auch als Vorschlag von, ich glaube, Dio war das tatsächlich wieder, ne? Vom vorletzten Mal. Da haben wir aufgerufen, dass ihr uns doch eure Wettvorschläge schickt. Also schickt uns bitte wieder eure Wettvorschläge, schickt uns bitte eure Fragen für den Community Corner. Was ist eure Klolektüre, war die Frage heute. Sie kam von Dio. Und die Wette kommt auch von Dio. Und zwar ist die Wette zum nächsten Mal. Wie viele Google-Einträge gibt es für Kevin Ash? Das bin ich. Hallo. Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Jetzt mach bitte nicht noch mehr Google-Einträge über den, ja? Bitte. Wir wetten geheim? Fragezeichen? Ja, würde ich sagen, oder? Ja. Weil man kann ja das Ergebnis sofort nachgucken eigentlich. Okay. Ja, und es sind wirklich absurde Zahlen. Okay, wir wetten geheim und machen das gleich in der WhatsApp-Gruppe. Wir können zur Info an die Zuschauer, Zuhörer noch kurz sagen, dass wir eben mal Random-Namen eingegeben haben und wir hatten bei einem 19 Millionen irgendwas und bei einem anderen nur 36.000. Das heißt, es wird wahrscheinlich komplett... Das stimmt. Komplett vielleicht wird es Glück sein, was mich zum Sieger machen wird, vielleicht aber auch können. Den fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht, weil der hat 1,5 Sekunden gedauert, bis der wirklich ankam. Der war gut, Chris. Eigentlich müsste man damit den Cast aufhören. Das klingt auch ein bisschen, als hättest du dir den seit gestern zurechtgelegt, weil du weißt, dass wir heute aufnehmen. War gut. So, wollt ihr euch schon mal verabschieden, ihr zwei? Ich muss noch ein paar Dinge sagen. Ach komm, ey, leck mich doch. Ja, tschö. Ja, war schön mit euch. Habt ein schönes Wochenende. Kauft nicht so viele Schlüssel bei Steam. Ja. Dafür ist es zu spät, Chris. Mein Schlüsselcounter ist über 100 Euro. Du bist wahnsinnig. So, ich habe noch ein paar Dinge zu sagen. Ich darf, weil ich die Wette gewonnen habe, jetzt etwas berichtigen, meine Meinung zu etwas sagen, was hier quasi im Cast erwähnt wurde, womit ich nicht einverstanden bin, ohne dass die beiden da quasi was gegen zu sagen können. Das Problem ist, dass
die Ausgabe wieder. Ich habe das Gefühl, wir waren extrem inforeich und ich habe auch das Gefühl, es war nichts wirklich, was, wo ich gegensprechen würde. Ich glaube, der Cookie hat an irgendeinem Punkt mal erwähnt, er würde lieber Warcraft 2 haben, als dass Duncan Jones an einem anderen Film arbeitet. Das sehe ich wirklich nicht so. Aber ansonsten fällt mir, glaube ich, auch sehr wenig ein. Mir bleibt noch zu sagen, euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir auf Facebook und auf YouTube momentan ein bisschen dünner besetzt sind und nicht unbedingt die 2 Videos pro Woche bringen können oder bringen. Das ist uns auch aufgefallen, oh Wunder. Und zwar bereiten wir uns gerade auf was vor, was relativ groß ist und was sehr, sehr cool wird. Da möchte ich aber noch nichts zu verraten, weil solange Dinge nicht in trockenen Tüchern sind, das hat PewDiePie bestimmt auch irgendwann mal gelernt, sollte man darüber noch nicht sprechen. Aber wir sind momentan in Vorbereitung auf die Gamescom, wir sind momentan in Vorbereitung auf was anderes. Der Cast bleibt euch erhalten, aber in dieser Woche bzw. in der nächsten wahrscheinlich auch wird nicht wirklich videomäßig viel kommen können. Aber ihr werdet uns bestimmt die kleine Auszeit auch mal gönnen. So, es war ein wunderschöner Cast, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr viel Service. Ich fand auch, wir waren sehr ernst heute im Hauptthema. Ich glaube, so ernst waren wir noch nie, weil es auch sehr wichtig ist, dass man den Menschen mal sagt, dass sie in Gefahr sind, wenn YouTube ihr Leben übernimmt. Schlaft schön, gebt der Mama noch einen Alarm! Küsschen. Alarm! Tschüss! Warum liegt hier Stroh? Ich habe das letzte Wort hier. Tschüss.